Die größte Auswanderung ist Auswanderung des Herzens. Auswanderung des Herzens von Schlechten zu Guten, von Bid'ah zu Sunnah, von Schirk zu Tauhid, von Kufr zu Islam. Das ist die größte Auswanderung eigentlich. Aber hier wird gefragt natürlich, welche Hijra, das wird welche Auswanderung, wo will man auswandern? Wenn man auswandert, dann muss man etwas im Kopf haben. Auswanderung heißt nicht mehr zurück nach Deutschland. Und die meisten, die Hijra gemacht, angebliche Hijra gemacht haben, Auswanderung, die kamen zurück. Entweder weil sie dort nicht leben könnten, wo sie waren, oder weil sie medizinisch nicht versorgt waren, oder weil sie kein Geld mehr dort gehabt haben, oder weil sie Probleme bekommen haben. Wir leben nicht mehr so, dass du überall leben kannst. Du brauchst mittlerweile Pass, du brauchst mittlerweile Aufenthaltsgenehmigung, du brauchst einen Status in einem Land, dass du leben kannst. Einige würden sagen, was sagt er da? Ja, ich sage da, was realistisch ist. Wir leben nicht auf dem Mond und wir leben nicht in einem Film, sondern wir haben Realität. Und Realität bedeutet, wenn du auswanderst, dann musst du bestimmte Themen, bestimmte Voraussetzungen haben. Wenn du die nicht hast, dann wirst du schnell zurückkommen. Finanziell, gesellschaftlich, sozial, Sprache, Arbeit. Aber wirst du aushalten? Und wenn einige aushalten, was ist mit ihren Familien, mit ihren Kindern? Deshalb, bevor man einen Schritt macht, sollte man sich richtig überlegen. Länder, dass man den Islam auch nicht praktizieren kann, frei, das ist keine Auswanderung. Auswanderung bedeutet, du wanderst aus, damit du deine Religion besser praktizieren kannst und richtiger praktizieren kannst. Saudi-Arabien mit Sicherheit, ohne Zweifel. Dann gibt es solche Länder, Jordanien ist gut, Marokko ist gut, aber unter einer Bedingung, überall unter einer Bedingung. Du sollst deinen Mund halten in ein Thema, das heißt Politik.